Und willkommen zurück zu Let's Play Mass Effect 3. In der letzten Folge haben wir Olle Ashley benutzt, wollte ich gerade sagen. Oh nee. Besucht. Wir haben sie besucht, nicht benutzt. Besucht, verdammt. Und ein bisschen über ihre Familie erfahren auf der Erde. Und auch Odina hat sich mal wieder eingemischt von wegen hier. Los, Ashley, werd Spectre. Mach hier einen auf Obermods, keine Ahnung. Und ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie in der Bar mussten wir, glaube ich. Ich glaube, wir schauen mal in der Bar vorbei. Da war irgendwas. Ich weiß nicht mal wer. Ich sollte mir die Sachen, die da stehen, in den Nachrichten vielleicht doch mal durchlesen. Ich denke mal, das machen wir jetzt ab so. Dann lese ich die halt auch wirklich doch denn so vor. Und dann, oh, hier überall Stimmen von allen Seiten. Das ist unglaublich. Die wollen alle nicht mit uns reden. Die mögen uns nicht. Mal hier rein. Gucken, ob wir auch wie im ersten Teil wieder tanzen können. Das wäre natürlich cool. Das fand ich mal total gut gemacht. Oh. Schon leer der Club hier. So viel ist hier nicht los. Ah, hier. Sie geben also zu, dass Sie und Ihre Leute illegal hier sind. Ja, und C-Sicherheit hat es schon nach 3 Wochen gemerkt. Mir ist egal, wer Sie sind. Für Sie gilt das Gleiche wie für alle anderen Flüchtlinge. Kommen Sie mit. Ich glaube nicht. Schirk, ich brauche die Asari-Ratsherren. Aria, was verschafft mir die Ehre? Ich soll die Einwanderungsformalitäten durchlaufen. Verstehe. Formalitäten erledigt. Ist sonst noch irgendetwas? Nein, vielen Dank. Jederzeit. Wir sind hier wohl fertig. That was easy. Gute Show, was, Shepard? Es gibt nur eine Regel auf der Citadel, was? Sieht so aus. Ich hasse diesen Ort. Schrecklich verklemmt. Warum sind Sie dann hier? Cerberus hat mir Omega gestohlen. Der Unbekannte steht auf Platz 1 meiner Abschussliste. Was ist denn da los? Er bezahlt für jede Sekunde, die ich in dieser Bürokratiehölle verbringe. Wie hat Cerberus Sie besiegt? Verrat, Ablenkung und eine große Armee. Sie haben mich weggelockt und überfallen. Ich entkam, aber Cerberus belagerte Omega bereits. Bis ich angriffsbereit war, hatten sie sich schon zu gut verschanzt. Sie können ja an einem anderen Tag weiterkämpfen. Und dieser Tag kommt. Ich hole Omega zurück, aber dazu komme ich noch. Für Sie habe ich einen Vorschlag. Jetzt kommt's. Ich höre zu. Es ist doch so, wenn Sie die Reaper nicht besiegen, sterben wir alle. Egal, wo ich gerade bin. Also will ich Ihnen helfen. Sehr gut. Was bieten Sie mir an, Aria? Auf Omega hatte ich Bloodpack, Blue Suns und Eclipse unter Kontrolle. Jetzt laufen sie Amok. Das will aber niemand. Vereinen Sie sie unter meiner Führung und Sie haben eine mächtige Armee für Ihren Krieg. Ich habe mit allen Gruppen eine Basis gelegt. Jetzt müssen Sie die Deals abschließen. Ah ja, die waren aber schon ein bisschen crazy, ne? Ein bewaffneter Verbrecher schießt dir immer in den Rücken. Sie haben bereits Waffen. Ich sorge dafür, dass Sie auf die Reaper gerichtet sind. Ich will Ihnen nur helfen. Überlegen Sie sich's. Besuchen Sie Nar. Er ist für das Bloodpack zuständig. Der Anführer der Blue Suns ist inkognito auf der Citadel. Er erwartet Sie schon. Und ich habe ein Abkommen mit Yona Sedaris, der Eclipse-Anführerin. Ihr Freund Commander Bailey muss Sie nur aus dem Gefängnis lassen. Sie kennen Bailey wohl nicht besonders gut. Nutzen Sie Baileys Respekt aus. Eine professionelle Söldnerstreitmacht dürfte das wohl wert sein, oder? Bis dahin bin ich guter Laune. Melden Sie sich, wenn Sie was besprechen wollen. Hm. Bin jetzt nicht ganz begeistert, aber es könnte auf jeden Fall eine Chance für uns sein. Wir schauen mal, was hier oben so abgeht. Können wir uns betrinken? Nein, können wir nicht. Können wir tanzen? Ja. Können wir.
aber ja. Naja, gut. Die krassen Dance-Moves hat er jetzt nicht so drauf, aber es war auf jeden Fall. Naja, ich wollte es nur mal zeigen, ne? So, dann gucken wir mal, was hier so abgeht. Hier ist halt noch eine Bar. Ich möchte gerne mal was trinken. Hier, Typ, sag was. Aber hier. Ach, James. Schon wieder. Hey, Commander. Schön, dass Sie runter in den Dreck zu uns Frontschweinen kommen. Sie meinen, ich mag keinen Dreck? Ach, kommen Sie. Ich habe gar nichts gemeint, Loco. Sicher. Also, was haben Sie gemeint? Sehen Sie den Marines da? Keine Offiziere. Nur die normale, kämpfende Truppe. Und? Sie haben alle meine Drinks bezahlt. Wissen Sie, warum? Aus demselben Grund, warum Sie verstummt sind, als Sie reinkamen. Sie scheinen mich aber nicht einzuschüchtern. Ich finde, Sie könnten etwas respektvoller sein. Sicher. Aber wir haben gekämpft. Ich habe Sie in Action gesehen. Nichts für ungut. Sie sind wahrscheinlich einer der Besten. Wahrscheinlich? Aber Sie sind nur ein Mensch. Wie ich. Aber die nicht? Nein. Ich weiß noch, wie man Sie zum ersten Spectre der Menschen gemacht hat. Ich habe das Video gesehen. Wie wir alle. Aber für die sind Sie überlebensgroß. Ich habe ja schon viel gesehen, aber ich bin auch nur ein Soldat. Ich gehöre zu Ihnen. Schon, aber die kennen Sie nicht. Sie wissen nur, was Ihnen erzählt wurde. Hören Sie. Sie wollen beweisen, dass Sie zu uns gehören? Mag sein. Dann geben Sie einen aus. Nein. Nicht übertreiben. Dann geben Sie wenigstens mir einen aus. Ich dachte schon, dass es darauf hinausläuft. Ja, und ich denke, dass Sie mir keinen ausgeben werden. Ach komm, ich geb dir... Wenn wir wieder auf der Erde sind, zahle ich. Das ist eine Ansage. Ist aber ganz schön laut hier hoch. Ich denke mal, wir werden uns so langsam, aber sicher wie aus dem Staub machen, aufs Lauf. Auf jeden Fall haben wir hier noch ein paar Infos abgesnackt und dann schauen wir uns einfach mal an, was hier noch so an Möglichkeiten besteht. Wir konnten uns ja vorher auf der Citadel nicht wirklich umsehen und das tut mir auch leid, dass wir jetzt schon wieder hier rumgurken. Gab es hier nicht eine Karte oder so? Ja, hier gab es eine Karte. Untere Bar James. So. Hier. Präsidiums Unterhaus. Da haben wir noch ein paar. Das ist Liara. Edie Joker. Wer ist denn Narl? Bei der 2. Bei Präsidiums Unterhaus müssen wir mal gucken. Wer ist denn Narl? Einer von diesen, von dem Dingensbumsen. Wo müssen wir denn da lang? Hallo? Ja. Kadi. So. Wir müssen jetzt also, müssen wir hier lang? Jep. Und dann nach rechts. Und dann kommen wir irgendwo bei diesem Narl an. Was ist das für ein Name, ey? Narl. Ich habe Pelevan brennen sehen. Und dieses Feuer wird nicht so schnell verlöschen. Wenn Sie helfen können. Super. Haben wir gleich noch mal ein paar Kollegen klar gemacht. Da ist Narl. Dann latschen wir mal hin zu ihm. Checken wir mal ab, wie die Lage so ist. Schnell, Hände auf den Rücken. Sie werden gleich hier sein. Wovon zum Teufel reden Sie denn da? Von Krieg, dem Bloodpack-Anführer. Wenn Arya im Shepard bringt, stehen seine Leute unter Ihrem Befehl. Wir locken ihn nur raus, damit wir ihn ausschalten können. Kein guter Anfang für eine Freundschaft. Er kommt. Nehmen Sie die Hände auf den Rücken und tun Sie so, als hätte ich Sie verprügelt oder so. Sie sollten mich nicht hintergehen. Ruhe! Ah, Arya T'Loc ist mächtiger, als Creed dachte. Erst ihre Anweisungen unbemerkt auf die Citadel zu kommen. Und jetzt das. Oh, Commander Shepard. Nur damit Sie's wissen. Ihr Kopf wird die Kühlerfigur meines Privatshuttles. Halten Sie Abstand, Creed, und erfüllen Sie Arias Bedingungen? Ah, absolut. Arya kann Bloodpack nach Belieben einsetzen. Das war leicht.
Mit ihnen habe ich nicht geredet. Will? Was? Sie haben mein Wort! Feuer frei! Nicht ihn. Grill soll die Führung übernehmen. Er ist Arias Dealpartner. Okay. Ja! Ja! Ich bin Arias Maulwurf, Shepard. Das alte Spiel. Eine Hand wäscht die andere. Kleiner Rat. Hintergehen Sie Aria nicht. Ich bin ehrgeizig, aber nicht verrückt. Aha. Gute Arbeit, Nal. Danke für die Waffe. Jederzeit. Grill und ich sagen Aria, dass wir grünes Licht haben. Okay, das ist schon mal gut. Da haben wir noch mal eine kleine Flotte dazu gekriegt. Dann müssen wir mal gucken, wie wir jetzt natürlich weiter vorangehen. Und sonst war ja hier auf der Etage, glaube ich, nichts weiter, außer diverse Personen, mit denen wir noch quatschen konnten. Ich glaube nicht, dass ich das noch länger machen kann. Mal gucken. Manche Leute werden ja hier, glaube ich, nicht angezeigt. Das ist ja immer so spontan. Man muss halt auch ein bisschen suchen. Liara, sag mal was. Noch bei der Arbeit? Eins führt zum anderen. Dabei wollte ich eigentlich ein wenig die Aussicht genießen. Beim letzten Mal war das Präsidium nach dem Angriff der Sovereign ein Schutthaufen. Ich habe das Präsidium kaum gesehen, bevor es halb zerstört war. Und nach dem Aufbau war schon wieder Zeit für die nächste Invasion. Die Citadel hat diesen Krieg noch nicht erlebt. Wir sollten das Wichtigste einlagern, solange wir können. Zum Beispiel? E-Zero, schwere Waffen, Söldnertrupps. Wir schaffen das schon. Gönnen Sie sich auch mal etwas Ruhe. Ich weiß, aber es gibt immer Aufgaben oder Besprechungen. Ach übrigens, reden Sie mit dem Volus, Barla Von. Er kennt Söldner, die sich uns anschließen würden. Okay. Dann werden wir uns da bei Gelegenheit auch mal noch mit auf den Weg machen. Wir müssen Jake in den Hort geben. Er sollte mit... Hören Sie, tun Sie einfach, was für Ihre Familie am besten ist. Aber tun Sie es bald. Die Lage da draußen wird immer schlimmer. Siehst du, einfach Leute anquatschen und zack, sind sie auf unserer Seite. Können wir hier machen? Mach doch mal Platz hier. Ich will shoppen. Na gut, geht nicht. Das ist egal, denn machen wir uns ja auf den Rückweg. Hier irgendwo sind noch Eli und Joker rumgeeiert, soweit ich das weiß. Zumindest stand es auf der Karte. Die Frage ist, wo? So, was ist hier? Nix. Hier wird doch echt überall durcheinander gequatscht. Das ist auch ein bisschen anstrengend. Oh ja. Ich kann Ihnen nicht helfen. Aber Ihr Geschäftsführer hat gesagt, ich bekomme von Ihnen eine Rückerstattung, wenn ich einen Termin mache. Sie stehen nicht auf meiner Terminliste. Und Sie haben keinen Rechnungsbeleg. Außerdem glaube ich nicht, dass wir dieses Modell überhaupt noch führen. Hören Sie, ich brauche kein neues Modell oder einen Gutschein oder sonst was. Ich will nur mein Geld zurück. Ohne einen Kaufbeleg in irgendeiner Form kann ich nichts machen. Ich könnte das Garantieheft aus meinem Wagen holen. Tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen. Ah, komm. Aber Ihr Geschäft... Hören Sie, er wird nicht weggehen. Je früher Sie ihm die Rückerstattung geben, desto früher können Sie nach Hause. Ja, Sie haben recht. Bringen wir es hinter uns. Hier, ich habe Ihnen eine volle Rückerstattung geschickt. Wirklich? Ja. Meinen Sie das ernst? Natürlich. Eine volle... Frag mal noch so blöd. Ja. Willkommen bei Aegon. Und die haben auch nichts. Denken Sie daran, dass alle Käufer... Und hier? Haben auch nichts. Was ist das für ein Saftladen hier? Mann, ey. So kann ich nicht arbeiten. Ich dachte, wir können hier nochmal eine schöne Shopping-Tour machen. Wir haben so viele Credits, die wir einfach mal auf den Kopf hauen könnten. Die haben was. Kaufen. Kaufen. Zack. Da haben wir nochmal ein bisschen was. Oh, hier ist Edi. Aber erst shoppen. Pistolenmagazin Upgrade. Nehmen wir mal alles mit.
also an uns. Sehr schön. Edi, was ist los? Sieht aus, als würden sie Daten sammeln. Diese Annahme ist korrekt. Etwas Weltbewegendes? Die Unmenschlichkeit des Menschen? Ob es eine objektive Realität gibt? Was in der Art? Ich spiele Szenarien durch, um Jeffs Verhalten zu verstehen. Ich glaube, dass er starke Gefühle für mich hegt. Aber er hat noch mit niemandem darüber gesprochen. Wenn Sie sexuell interessiert sind, welche Schritte der Annäherung unternehmen Sie? Jetzt geht's ja los. Nun, da gibt es intime Gespräche, vielsagende Geschenke, man albert herum. Jeff lockert die Stimmung oft mit Humor auf. Das könnte mit 33,3% Wahrscheinlichkeit heißen, dass ihm etwas an mir liegt. Aber diese Daten reichen nicht, um seine Motive zu ermitteln. Vielleicht sollten wir besprechen, wie wir Jeff zu einer emotionalen Bindung bringen. So macht man das nicht. Es muss natürlich ablaufen. Die Chemie muss stimmen. Verstehe. Es gibt zahlreiche Stoffe, die ich injizieren könnte, um die gewünschte Emotion zu erzeugen. Nein, Sie sollten ganz entspannt etwas tun, was Sie beide mögen. Etwas Einfaches. Humor zum Beispiel. Korrekt. Ich werde mich informieren, ob es irgendwo auf der Citadel Comedy-Shows gibt. Scanne. Meinen Sie, er würde der Mann, der sich aufhängte, mögen? Es geht um einen liebeskranken Schönheitschirurgen. Edi, wichtig ist, dass man Spaß hat, egal was man macht. Und wenn Sie Spaß daran haben, hat er ihn wahrscheinlich auch. Dann ist das Resultat eine Unbekannte. Aber Sie meinen, ich sollte es trotzdem versuchen. Niemand hat sich je verliebt, ohne ein wenig Mut zu beweisen. Verstehe. Ich denke, meine Chancen haben sich ihretwegen verbessert, Shepard. Danke. Na siehst du, machen wir hier noch einen auf Beziehungshelfer. Erzähl doch mal. Hey Commander, sehen Sie mal. Schlagzeile, neuer Blasto-Film bricht am Startwochenende Rekorde. Dann gibt's noch Artikel über Quasar-Turniere. Tipps, wie man seine Wohnung größer erscheinen lässt. Und? Ach ja, eine fette Reaper-Invasion. Die haben keine Ahnung. Wenn es um die Galaxie geht, halten sich die Leute an das, was sie kennen. Als ob das was Gutes wäre. Besser als Aufstände auf den Straßen. Mag schon sein, aber gibt's denn keinen Mittelweg? Etwas weniger Gartenpflege und mehr Kriegsvorbereitung. Kommt schon noch, sobald die Leute aktiv helfen kann. Und bis dahin ignorieren sie die unabhängige KI auf dem Präsidium. Hat sie Ärger gehabt? Nein, sie ist mein Mobilitäts-Mac. Dank des Wohlig-Syndroms darf ich sie offiziell überall mit hinnehmen. Endlich bringt mir der Behindertenausweis mal was. Sie ist sicher auch froh, mal ein bisschen was zu sehen. Oh, sie hat sich den Landgang verdient. Tja, ist auf jeden Fall ist ein bisschen komisch. Können wir jetzt nochmal mit Edi quatschen? Ich habe bemerkt, dass auf der Citadel häufig öffentlich Zuneigung bekundet wird. Das Vorkommen ist unproportional hoch. Jeder kann morgen schon tot sein, Edi. Zueinander zu finden gehört zu den wenigen Dingen, die noch möglich sind. Ich frage mich, ob die Kroganer das auch so empfinden. Tja, das ist eine gute Frage. Aber vielleicht können wir uns darüber mal informieren, wenn wir ja mit den Kroganern mal so ein bisschen rumeiern. Ich wollte gerade sagen rummachen, aber das ist nicht so ganz das... So, das war es dann glaube ich auch schon wieder mit der Etage. Wir können ja noch mal kurz auf der Karte gucken, wie denn so die Lage ist. Hier haben wir jetzt ja eigentlich, jetzt ist bei der Bank noch einer. Balafon. Ja komm, dann rennen wir zu dem auch noch mal schnell hin. Balafon, nicht zu verwechseln mit Telefon. Sie wollen, dass wir uns als Soldaten verpflichten? Können wir denn nichts anderes machen? Das Militär braucht jeden, den es kriegen kann. Keiner von uns kann kämpfen. Mackenzie ist Biotiker, Dave und Graham gehen öfter auf den Schießstand. Oh, und Orion kauft ständig Mods für seine Schrotflinte. Mit der er noch nie geschossen hat. Ich mag unsere Freunde, aber wir sind nicht für den Kampf geeignet. Es ist nur, ich kann nicht mehr rumsitzen und bei den Vorgängen auf der Erde nur zuschauen. Sie wollen, dass wir uns als Soldaten verpflichten? Können wir denn nichts anderes machen? Das Militär braucht jeden, den es kriegen kann. Keiner von uns kann kämpfen.
Sie beide könnten Leben retten, indem sie den Ärzten in den Flüchtlingslagern helfen. Mister? Danke. Wer war das? Der erste Spender der Menschen. Der übelste Übertyp. Guck mal hier, nehmen wir auch noch mit. Zack, da haben wir erstmal alles leer gekauft. Hier haben wir auch nochmal ein Liedchen. Oh, was ist das denn? Konzentrationsmodul für Präzisionsgewehr. Nehmen wir mal alles mit. Erstmal alles kaufen, ob wir es nun benutzen, ist ja egal. So, jetzt quatschen wir nochmal mit Balafon. Wo jetzt? Commander Shepard. Ich glaube, wir kennen uns noch nicht. Balavon, Finanzberater. Wir haben einen gemeinsamen Bekannten, Admiral Anderson. Es war keine Überraschung, dass er den Kampf auf ihrer Heimatwelt aufgenommen hat. Wir brauchen mehr Leute wie Anderson, wenn wir gewinnen wollen. Korrekt. Und dabei kann ich Ihnen helfen. Eine größere Söldnergruppe bietet ihre Dienste jedem an, der sie aus einem von Reapern kontrollierten Gebiet herausholt. Wenn sie das tun, verstärken die ihre Armee. Danke. Vielen Dank für die Information. Sie sollten die Sache nur bald in Angriff nehmen. Die Reaper rücken viel zu schnell vor. Kommen Sie nach der Exfiltration zu mir. Ich bin noch eine Weile in meinem Büro. Der galaktische Markt ist ziemlich bewegt. Okay. Na, dann machen wir das auf jeden Fall. Aber erst in der nächsten Folge. Also macht's gut, bis denn und tschaußen.